So, meine Damen und Herren, Kollaboration oder Collaboration, auf Englisch klingt es besser, haben wir mit der deutschen Sprache ein kleines Problem. Also Collaboration ist das Thema des heurigen E-Days. Und Zusammenarbeit hat etwas mit Kommunikation zu tun und im 21. Jahrhundert auch mit Online-Kommunikation. Ich will heute über drei Themen, über drei Sachen reden, die Ihnen direkt hilfreich bei Ihrem Erfolg sein können. Das ist Mediation, mediative Begleitung und entsprechend dann einige Tipps dazu, wie Sie selbst weiterkommen. Kurz eine Erklärung, was ist Mediation? In Kürze kann man sagen, es ist von einem außenstehenden Dritten eine angeleitete Gesprächsführung, die Beteiligten an einem Konflikt hilft, eine für alle akzeptable, möglichst gute Lösung zu finden. Ich will dazu ein ganz kurzes Beispiel nennen. Es hat mich vor einigen Jahren ein Kunde angerufen und gesagt: Herr Leon, etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist aber dringend. Ich habe in einer Stunde eine Besprechung mit einem Lieferanten vor mir. Ein Softwarehaus, das wir beauftragt haben. Ich weiß, Sie kennen den Herrn. Ich bin impulsiv, der ist impulsiv und wir haben da ein paar Themen zu klären, die sind nicht einfach. Bitte helfen Sie, sind Sie bereit, da zu vermitteln? Eine Stunde später haben wir uns bei dem Softwarehausbetreiber getroffen und die beiden Herren haben gleich begonnen, in der Sache loszulegen. Der eine, das ist ein Betreiber von Freizeiteinrichtungen und auch Ausrüster, der hat sofort gesagt: Naja, wenn ich so viel Geld ausgebe für die Programmierung dieser Software, dann will ich auch ein exklusives Vermarktungsrecht dann dafür haben. Der Besitzer des Softwarehauses hat gemeint: Naja, Sie zahlen ja nur die Änderung, nur die Anpassung. Wir basieren da auf 10 Jahren Erfahrung. Da haben Sie kein Recht dazu, eine Exklusivität haben zu wollen. Das ist unsere Basis. Wir leben davon, dass wir das verkaufen. Und es ist immer hektischer geworden und immer lauter. Ich habe mich bis dahin zurückgehalten und habe gemeint: Meine Herren, ich glaube, das ist genau der Grund, warum ich gebeten wurde, mit dabei zu sein. War eine kurze Unterbrechung, Cool Down. Und ich habe dann begonnen, mit den zwei Herren getrennt zu sprechen, was ihre Absichten sind, was ihre Bedürfnisse sind. Und eine knappe Stunde danach hat es eine Lösung gegeben, die interessant war. Der Freizeitanlagenbetreiber hat ein exklusives Recht gehabt für den deutschsprachigen Raum, für den Freizeitbereich. Das Softwarehaus hat nie im Freizeitbereich etwas gemacht, hat nur Industriekunden gehabt und wollte eigentlich mit den Entwicklungsgeldern, die sie da bekommen, ihr Produkt im Industriebereich weiterführen. Und war sehr glücklich, weil was noch dabei war, war ein Auftrag, ein Folgeauftrag mit dem doppelten Volumen des bisherigen Auftrags. Es hat dann noch Termine mit Juristen gegeben, dass das wirklich ein schöner Vertrag wird, aber nach einer Stunde war eigentlich nur ein Missverständnis aus dem Weg geräumt. Und überlegen Sie, meine Damen und Herren, wenn das nicht so weit gekommen wäre, was das bedeutet hätte: Abbruch des Projektes, Wechsel des Lieferanten, Umstellen der bestehenden Kunden auf eine neue Lösung. Also da ist so etwas mitunter eine wirklich schöne Investition. Jetzt die Frage: Wie kommen wir von dem Thema Mediation, wo man face to face, wie man Neudeutsch sagt, früher hat man da gesagt, von Angesicht zu Angesicht miteinander spricht? Was ist der Aspekt, warum kommen wir Richtung E-Mediation? Und es ist einfach die Zeit so geworden, dass die Beziehungen heute entlang der Wertschöpfungskette von Lieferanten, eigene Filialen, Kunden, da geht es über Hunderte und oft auch Tausende Kilometer. Und es wird auch die Wertschöpfungskette immer feingliedriger.
so dass sich jeder auf sein Kerngebiet bezieht, was aber auf der anderen Seite bedeutet, es gibt viel mehr Schnittstellen zwischen den einzelnen Kettengliedern und Schnittstellen heißt wieder Kommunikation, weil es um Kollaboration geht, ums Zusammenarbeiten. Und ein Beispiel dazu wäre Boeing, die wir alle als Flugzeughersteller kennen, die sind kein Flugzeughersteller mehr, die sind Systemintegrator. Alle Teile, die in den neuen Maschinen drin sind, kommen aus verschiedenen Ländern. Japan, Italien, UK, auch aus Österreich ist da was dabei. Also das ist nur möglich durch den starken und effizienten Einsatz von Online-Kommunikation. Und Online-Kommunikation gut eingesetzt, kann sehr vieles bewirken. Die Reisekosten können dramatisch gesenkt werden. Die Kommunikation läuft schneller ab, als wenn man sich treffen muss zu einem Meeting. Weil wenn man da abklärt, wann man international einen Termin vereinbaren kann, da gehen ja ein, zwei Reisetage drauf für vielleicht ein 2 oder 3 Stunden Meeting oder vielleicht gar nur ein einstündiges. Mit Online-Kommunikation kann man da sehr viel Zeit einsparen. Und der Zeitaufwand insgesamt wird dann dadurch reduziert. Diese Vorteile, die machen wir uns auch für die Online-Mediation zunutze. Wobei wir da Teile oder das ganze Verfahren online mit verschiedenen Tools durchführen. Zusätzlich gibt es noch Effekte, dass wenn man online mit Text kommuniziert zum Beispiel, dann wird die Geschwindigkeit runtergesenkt. Das heißt, es ist die schnelle Eigendynamik zum Teil draußen und es kommt zu einer Versachlichung der Argumente. Und das führt dann in der Regel auch zu einer gewissen Deeskalation. Jetzt die Frage, hat Online-Kommunikation nur Vorteile oder gibt es auch Nachteile? Natürlich gibt es auch Nachteile. Die schnelle Kommunikation bewirkt natürlich auch, dass wenn es irgendwo Missverständnisse, Spannungen gibt, Mails blitzschnell in einer Firma zwischen Partnern ausgetauscht werden können. Hat das jemand von Ihnen schon mal erlebt, dass binnen von 2, 3 Stunden irgendeine Sache ganz schnell eskaliert war? Ganz ohne Twitter jetzt, nur mit Handheben. Ich habe das schon gesehen. Ja, also da gibt es einige, die das gesehen haben. Konflikte können wirklich sehr schnell eskalieren. Und Mails, was immer Sie elektronisch von sich geben im Internet, rechnen Sie damit, es kommt zur ungünstigst möglichen Zeit am ungünstigst möglichen Ort wieder zum Vorschein. Und das ist auch ein guter Grund, dann entsprechend wieder Konflikte zu haben. Also die Frage stellt sich da jetzt nicht, ob Online-Kommunikation besser oder schlechter ist als die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Wir haben die Online-Kommunikation einfach als Faktum hier. Und die Aufgabe ist es, zu schauen, welche Art der Kommunikation, welche Form der Kommunikation kann ich in welcher Situation optimal einsetzen? Und bei dem können Mediatorinnen und Mediatoren helfen, einerseits in Konfliktsituationen, wo wir bei der Mediation sind, aber auch in der Vorsorge, also quasi Vorsorge vor Konflikten. So ganz so nach fliegermäßig, ja, der Sicherheitsgurt. Ja, so einmal diesen machen, festzurren, damit Konflikte erst gar nicht zu hoch eskalieren. Konflikte haben positive Wirkungen. Das heißt, die Energie, die in den Konflikten ist, das sind ja meist verschiedene Sichtweisen. Das ist wertvoll, wenn man die in einem Projekt oder Prozess einbringt. Aber wenn die so hoch eskalieren, dass dann Standpunkte eingefahren werden, schon Freund-Feind-Bilder da sind, dann werden sie wieder unproduktiv. Und darum ist da der Vorsorgegedanke, welcher im Vordergrund stehen sollte bei wichtigen Projekten.
Es gibt Statistiken, dass unterschiedlich viele Projekte scheitern. Manche sagen von 25%, manche sagen, wenn man es genau betrachtet, scheitern bis zu 75% der Projekte, weil es wird dann mitunter versteckt, dass sie gescheitert sind. Man findet eine schöne Beschönigung. Aber einig sind sich alle Untersuchungen, dass die Nummer eins der Fehlerquellen bei Projekten eine schlechte Kommunikation ist. Da sind die Werte zwar unterschiedlich, manche sagen, dass es 70% ist, manche gehen bis 95%, aber eindeutig ist es, dass bei Projekten in der Regel, wenn etwas schief geht, dann ist es die Kommunikation. Und hier geht es um die kommunikative Begleitung. Bei der kommunikativen Begleitung haben wir so etwas wie eine Art Werkzeugkoffer im Bereich der Mediation, wo verschiedene, sagen wir mal, Werkzeuge vorhanden sind. Das kann eine Krisenintervention sein, wenn es wirklich mal ganz heiß hergeht und irgendwo gestritten wird in einem Projekt. Es kann sein auch Monitoring von Besprechungen, aber auch elektronischer Kommunikation zum Beispiel. Es kann sein Moderation von Meetings, es kann sein auch Coaching von einzelnen Projektmitarbeitern oder Teams in einer schwierigen Situation, wo vielleicht mit dem Lieferanten oder mit anderen Abteilungen etwas geklärt werden muss. Aber auch Trainingselemente verwenden wir dabei. Ich würde Ihnen da zum Beispiel als ein Beispiel, wie ich einmal erlebt habe, wo ich hinzugerufen worden bin zu einem Projekt, das eskaliert ist, da war die Situation so, es hat ein IT-Projekt gegeben, das war das Lieblingsprojekt des Vorstandsvorsitzenden. Und in dem Projektteam hat es, was nach außen nicht durchgedrungen ist, schon eine ziemliche Verzögerung gegeben. Und plötzlich passiert es wirklich soweit. Es kommt zu einem Konflikt im Team, der heiß wird. Die Leute streiten, schreien, nichts geht mehr weiter. Jede Programmiertätigkeit ist eingestellt worden. Und der Kollaps des Projektes war schon vor der Tür. Es waren Kündigungen im Raum. Der Teamleiter wollte schon Leute feuern, hat aber zuerst mich beauftragt, da zu schauen, was man reparieren kann. 24 Stunden später, das waren eine Menge von Pendel-Sessions, wo ich mit einzelnen Personen gesprochen habe und drei Team-Meetings, waren wir so weit, dass alle wieder gearbeitet haben. Aber es hat immer noch die Verzögerung gegeben. Drei Monate später, da war der Zeitpunkt, wo das Projekt fertig sein hätte sollen. Es war fertig an dem geplanten Tag. Das heißt, die Leute in dem Team waren dann so dahinter, hinter der Lösung, dass sie den Rückstand aufgeholt haben. Die Mediation war vertraulich. Es hat außerhalb des Teams und niemand davon gewusst und dem Auftraggeber. Das heißt, die ganze Firma war ganz glücklich darüber und der Vorstandsvorsitzende hat das Team und das Projekt als Beispiel für die Firma hingestellt. Probieren wir da zu überlegen, was wäre da die Alternative gewesen? Projektabbruch, vielleicht noch personelle Konsequenzen. Wie wirken sich die auf das Firmenklima aus? Also da hätte sehr viel Porzellan zerschlagen werden können. Und 24 Stunden intensive Arbeit, also das war wirklich, das ist von frühmorgen bis spät in den Abend hineingegangen und am nächsten Tag, am Vormittag, war es dann soweit mit der letzten Sitzung, dass alles geklärt war. Das war ein Beispiel für das Werkzeug aus der Kiste Krisenintervention. Ein anderes, quasi mehr so, wie man sagen könnte, ein Fieberthermometer schauen, wie schaut es in einer Kommunikation aus, war, wo ich bei einem Projekt, wo drei Jahre lang ein System, auch ein IT-System, gelaufen ist, aber
am Leben erhalten werden musste, indem ein Techniker 80% seiner Arbeitszeit damit verbracht hat, dieses System immer wiederum zu starten, zu konfigurieren, Fehler rauszulöschen, manche Sachen händisch einzutragen. Wir haben die Kommunikation zwischen dem Kunden und dem Hersteller analysiert und haben sie dann restrukturiert und moderiert. Das heißt, inhaltlich haben wir nichts getan, sondern wir haben wirklich den Kommunikationsprozess geändert, die Ansprechpartner zum Teil dann durcheskaliert. Es hat 3 Monate gedauert, bis der Lieferant nachgebessert gehabt hat. Endeffekt, der Techniker hat nur noch 5% seiner Zeit für dieses System aufgewendet, für die Wartung. Und das System hat eine Leistungsfähigkeit von Faktor 10 bekommen. Und aus dem heraus hat Marketing neue Produkte und Aktivitäten auf dem System basierend dann gelaufen. Und damit würde ich jetzt zum dritten und letzten Punkt kommen, zu einigen Tipps für Sie. Die Tipps gibt es dann auch noch als Flyer auf dem Stand 38. Gibt es hier, das ist ein Leitfaden, erfolgreich online kommunizieren. Und das eine ist nach Paul Greis, ein Sprachwissenschaftler, der sagt, wenn Sie schreiben, reden, kommunizieren, überlegen Sie, was ist relevant für den Ansprechpartner. Wenn ich eine E-Mail habe mit einer Liste, CC, 20 Personen drauf, ist das für alle relevant? Fraglich. Qualität, das, was du schreibst, soll wahr sein. Wenn irgendwo Vermutungen geäußert werden, gehen die in der Regel dann schief. Und Quantität, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Und das Letzte, sei klar in der Aussage, vermeide Doppelseitigkeiten, Mehrdeutigkeiten. Es gibt noch ein Media-Richness-Modell. Ich sehe, dass die Zeit drängt. Würde darum sagen, das ist auch in den Handout dann entsprechend runterladbar. Und auf unserem Stand 38 können wir dann auch in Natura mit Magnetpatzel über das weiter diskutieren. Ich bedanke mich.